Hi, ich bin die Marit. Ich bin Jugendreferentin und ich will unbedingt mal mit einem Mustang fahren. Ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Ich will. Das hören wir immer wieder. Ganz oft bei Kindern, die irgendwas entdeckt haben, was sie jetzt unbedingt brauchen. Oder natürlich am schönsten Tag zweier Verliebter, wenn die sich feierlich versprechen, ja, ich will mit dir mein Leben teilen. Etwas zu wollen bedeutet, sich ganz konkret für etwas und gleichzeitig gegen 100 andere Möglichkeiten zu entscheiden. Aber etwas, das man wirklich will, das ist ein erstrebenswertes Ziel. Ich entscheide mich ganz bewusst für etwas oder für eine Person und weil mir dieses Ziel so unglaublich wertvoll ist, setze ich alles daran, um es auch zu erreichen. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Ich will. Gott selbst teilt uns in seinem Vers seinen Willen mit. Er hat auch ein Ziel. Ich will unter ihnen wohnen. Gott will Beziehung zu seinem Volk, zu den Menschen. Er will Gemeinschaft haben. Er will kein Gott sein, der irgendwo über allem und weit weg steht. Er will unter ihnen wohnen. Gott, er will dich und mich. Es geht ihm um eine dauerhafte Beziehung. Und um sein Ziel zu erreichen, entscheidet sich Gott für einen einzigartigen Weg in der Geschichte. In Johannes 1, Vers 14 können wir nachschlagen, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Sein Name ist Jesus, Gottes Sohn. Gott spricht nicht nur darüber, was sein Wille ist, er unternimmt ganz konkret was, um zu uns zu kommen und uns zu begegnen. In Jesus wurde Gott uns ein Mensch auf Augenhöhe. Und das Zeichen seiner Tat, das Kreuz, das können wir überall entdecken. Er ist zu uns gekommen, um unter uns zu wohnen. Und jetzt bleibt nur noch eine Frage. Willst du?